HC Innsbruck empfängt Feherbach. Und ja, die Tiroler wollen den 9. Heimsieg in Folge und damit die bittere Pleite gegen den KAC am Freitag vergessen machen. Und die Innsbrucker erwischen dann auch einen perfekten Start in die Partie, nutzen gleich ihr erstes Powerplay. Minute 4, Austin Smith mit dem Pass für Andrew Clark, 1:0 für die Haie. Nur 42 Sekunden später klingelt es ein weiteres Mal im Kasten der Ungarn. Tyler Spurgeon mit dem 2:0 für die Hausherren. Die Innsbrucker schlagen also gleich doppelt zu. Dann kommt aber auch Feherwa besser ins Spiel. In Minute 12 erobert Koger die Scheibe und lässt HCI-Keeper Andy Kyodo keine Chance. Anschlusstreffer, die Partie ist wieder offen. Mit einer knappen Führung für die Tiroler geht es in die erste Pause. Zu Beginn des Mitteldrittels können die Ungarn dann ausgleichen. Tomás Borega schiebt zum Ausgleich ein. Alles wieder auf Anfang in Innsbruck. Doch die Freude über den Ausgleich währt nicht lange. Kurz darauf nutzen die Haie ein weiteres Powerplay zur erneuten Führung. John Lammers versenkt die Scheibe im Kasten der Ungarn. 70 Sekunden später ist der 2-Tore-Vorsprung aus Drittel 1 wieder hergestellt. Andrew Clark mit dem Treffer zum 4:2. Nächster Doppelschlag der Innsbrucker und Doppelpack für Andrew Clark. Doch auch dieses Mal zeigt sich Feherwa keineswegs geschockt. Kommt kurz darauf wieder ran. Branche Orban macht nach Zuspiel von Tomás Borega den 3:4 Anschlusstreffer. Das war's dann auch im Mitteldrittel. Damit ist alles angerichtet für einen spannenden Schlussabschnitt. Und da dauert es dann nur eine gute Minute, ehe die Partie wieder ausgeglichen ist. Branche Orban macht seinen zweiten Treffer. 4:4. Innsbruck gibt zweimal hintereinander einen 2-Tore-Vorsprung aus der Hand. Und es kommt noch dicker für die Tiroler. Gut eine Minute vor dem Ende macht Drew Schiestl den 5:4 Siegtreffer. Damit ist Feherwa in Minute 59 zum ersten Mal an diesem Abend in Führung. Und es bleibt auch dabei. Feherwa gelingt nach dem Linz-Sieg die zweite fulminante Aufholjagd in Folge. Die Innsbrucker Siegesserie vor eigenem Publikum ist hingegen gerissen. Well, I think we had lots of chances and we didn't score enough goals, but you know, we play so many games right now, so shouldn't be thinking about it too much. We just have to figure out how to get ready for Tuesday because we need to get those 3 points back and make sure we're gonna be ready and better than today on Tuesday.